Ja, er ist ein guter Legionär. Er wird wohl von vielen auch schon als dein Nachfolger gesehen. Du bist natürlich ein guter Legionär, aber auch man braucht immer mal wieder, gerade wenn du aus dem Dienst austrittst, lange hast du nicht mehr, wenn du nicht vorher als Fugitus gebrandmarkt wirst oder getötet wirst, ans Kreuz genagelt. Es braucht immer gute Dekurien. Und Titus könnte ein solcher sein. Titus ist ein guter Mann. Den muss man fördern. Ja, mit diesen Gedanken lächelt Julius doch mal, was er doch recht selten tut. Davut, dir fällt auf, wenn ihr auf der Straße in Richtung Norden reist, gerade in den Bergen, von Zain kennst du das schon. Der biegt so mal links, mal rechts ein bisschen ab, steigt dann vom Pferd runter und sammelt dann irgendwelche Blätter ein, die auch als Heilpflanzen für dich auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick, wenn du bei Zain dann sitzt, dann so zu erkennen sind. Das ist nichts Neues, dass Zain das tut, aber du kannst auch erkennen, dass Titus wohl das ein oder andere Mal auch abgestiegen ist und dann andere Sachen abgezupft hat. Was sammelst du da, Titus? Es ist in. Hier. Du weißt es ja vielleicht, ich komme hier aus. Also nicht von hier, aber. Dinge aus meiner Vergangenheit. Bis hier, bevor ich hier marschiert bin. Als ich noch ganz. Und dann zeigt irgend ganz in Richtung Boden, als ich noch so groß war, haben wir diese Dinger schon gesammelt. Oh, sind das zufällig Heilpflanzen? Zain schaut mit interessiertem Blick her. Ja, würfel mal auf Naturkunde. Ich bin gar nicht sicher, was die Pflanze kann, ehrlich gesagt. Meine Mutter hat sie immer gesammelt, bevor die Krankheit sie geholt hat und. Darf ich? Halte Titus eine Hand hin. Er gibt dir bereitwillig die Pflanze. Wird dann auch mal auf Naturkunde würfeln. Meine Mutter hat sie immer gesammelt. Ich weiß gar nicht, warum sie sie gesammelt hat. Ich tue es bis heute, wisst ihr? Es erinnert mich irgendwie an sie. Würde ich nicht öffnen. Sieht giftig aus. Ich gebe ihn mir zurück. Ich essen tue ich sie. Ich sammle sie nur. Ich habe sogar ein paar in meinem Beutel und du siehst, dass er auch offensichtlich schon auf der Hinreise einen Teil dieser Kräuter gesammelt hat. Die sind allerdings deutlich trockener. Hat er irgendwie so einen grünen Knollenblätterpilz, würdest du meinen? Ja, vielleicht ist der giftig, du weißt es nicht, aber wird schon irgendwie Sinn ergeben, dass er das sammelt. Immerhin wird er sich ja auskennen, wenn er hier aus der Region kommt. Ich finde das eine schöne Angewohnheit von dir, Titus. Man sollte seine Mutter in Ehren halten. Ich kann mich kaum noch an das Gesicht meiner eigenen Mutter erinnern. Ja, wir sind stolze Gallier und. Aber jetzt sind wir. Ich bin jetzt natürlich Römer. Römer bist du, Thies. So Aber ist es. meine Mutter war ja noch keine Römerin. Es hätte ihr gut gefallen in Spanien. Es hätte ihr da gut gefallen. Sie mochte die Wärme. Sie fand es hier auch schon im Süden von Gallien immer schon warm. Aber. Es soll nicht sein. Ja, während ihr eure Reise so weiter fortsetzt, Felix, dir wird wohl eher auffallen, dass, ja, gut, Titus sammelt irgendwelche Blätter, Zain auch, aber vor allem Zain singt ja, Lagerfeuer oder aber eine Taverne. Er hat jetzt des Öfteren mal wieder seine Schriftrollen hervorgekramt. Er hat schon immer viel gelesen. Aber das geht so sicherlich seit 2 Jahren studiert er die gleiche Schriftrolle. Du kannst sie nicht ganz lesen. Ein Teil davon ist griechisch, aber das andere scheint wohl irgendwie so Hieroglyphen zu sein, mit lustigen kleinen Vögelchen darauf und irgendwelche Keilschriften. Das ist wohl irgendwas Hieroglyphisches aus seiner Heimat. Die studiert er jetzt schon seit, ja, wie gesagt, 2 Jahren. Und jetzt seit neuestem singt er immer noch so ein bisschen eher in seiner eigenen Sprache, mal in einer anderen Sprache und ja, merkwürdige Symbole darauf. Du kannst auch einen Körper erkennen, der darauf das ein oder andere Mal abgebildet ist.
teilweise sogar anatomisch zerlegt. Du hast das schon mal gesehen, wenn Soldaten neben dir gestorben sind, bist ja schon seit langer Zeit Legionär, diese merkwürdigen, blutigen Organe, die du nicht ganz zuordnen kannst, sind da wohl in aller Feinheit aufskizziert auf diesem Pergament, was Zain da wohl gerade studiert und, wie gesagt, immer ein bisschen wieder singt. Oh, Zain, mein Freund. Ich sehe dich jetzt schon. Wie lange kennen wir uns? Jahre bestimmt. Und ich sehe dich immer wieder mit derselben Schrift. Solltest du sie nicht mittlerweile schon in- und auswendig können? Nun, wenn ich sie vollständig lesen könnte, bestimmt. Nur leider verstehe ich nicht die ganze Sprache hier. Könnt ihr vielleicht hier irgendwo, hier vor allem hier mit diesen Symbolen etwas anfangen? Könnt ihr ihnen doch mal bereitwillig zeigen? Kannst du Griechisch? Kannst du Griechisch, dann kannst du gerne mal drauf würfeln. Nee, habe ich natürlich nicht. Gallisch hast du, Latein und Gallisch. Okay. Latein und Gallisch, so ist es. Also Griechisch, du erkennst die Schrift, weil, na klar, du bist ein studierter Priester, ne? Das Griechische, da kennt man, aber du kannst es nicht lesen. Felix schüttelt nur traurig im Kopf. Ich habe das Griechische nicht gelernt, mein Freund. Und mit diesen Bildchen kann ich schon mal gar nichts anfangen. Es scheint wohl auch irgendeine Schrift zu sein, ja. Aber ich. Gut, tatsächlich. Ja, ich studiere diese Schrift heute schon etwas länger. Es ist. Etwas. Es ist doch eine ziemlich einprägsame Melodie. Und du hast eine wirklich schöne Stimme sein. Also, du musst jetzt nicht unbedingt damit aufhören. Weißt du, bist du mit dem. In dem Gesang der Odyssee vertraut, wenn du diese mal lernen würdest, sie würde bei dir sicher fabelhaft klingen. Oh ja, hier die alten Sagen von Homer und die Ilias, ja, damit bin ich in der Tat sehr gut vertraut. Ein beeindruckendes Werk, vor allen Dingen, wie alt es ist, absolut faszinierend. Oh ja, das ist der Vorteil einem alten Reich und großen alten Bibliotheken. Da findet man doch Schriften und Sagen sowie Weisheiten aus alten Zeiten. Also, ich beneide dich dafür, Zain, dass du noch so jung bist und so gute Augen hast. Ach, wäre ich in deinem Alter. In deinem Alter wüsste ich das, was ich jetzt weiß, dann hätte ich wohl mehr gelesen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Du hast wahrscheinlich schon von unserer Bibliothek in Alexandria gehört. Oh, ja, ja. Fabelhaft. Ich war dort leider noch nicht, aber wenn ich meinen Dienst in der Armee abgeschlossen habe, habe ich vor, in meine Heimatstadt zurückzukehren und ich werde auf jeden Fall das Ansehen, das ich hoffentlich bis dahin angesammelt habe, nutzen, um dort mal hereinzukommen und dort, ja, Wissen, sagenhafte Wissen des Altertums, mir persönlich durchzulesen. Das ist tatsächlich eines der großen Ziele in meinem Leben. Wahrscheinlich könnte ich sogar das, was hier steht, damit entschlüsseln, wenn ich hier mit in der Bibliothek von Alexandria ist, wäre dann könnte ich bestimmt auch hiermit etwas anfangen. Man sagt, dass Alexander der Große selbst den Bau dieser Bibliothek befohlen hat. Ach, wenn die Zeit kommt, dann wird Minerva dich erleuchten sein. Da bin ich mir ganz sicher. Nun, darauf hoffe ich doch sehr stark. Kann man so etwas vielleicht mit einem Opfer beschleunigen? Oh, in gewisser Weise schon. Nur ist das Opfer, das Nerva da fordern würde, wohl entsprechend einem Aufwand gleich, es selbst zu entziffern. Ah, das heißt, wir reden hier nicht nur von einem Nutztier. Oh, ich glaube,
um die weise Göttin um Erleuchtung zu bieten, ist ein wenig mehr verlangt als ein Tieropfer. Sie will, dass man sich Gedanken drum macht und ein wenig von der Weisheit zeigt, die man von ihr fordert. Interessant. Auch die Götter wollen, dass man sich die Errungenschaften im Leben verdient sein. Nun, tatsächlich führe ich einen Lebensweg, in dem ich versuche, Wissen zu sammeln und anzuwenden, vor allen Dingen in der Heilkunde. Vielleicht stehe ich schon in ihren Gunsten, ohne es zu wissen. Vielleicht war es sogar sie, die mich gerettet hat in diesem schrecklichen Massaker der Barbaren. Nun, ich weiß, wer mich gerettet hat. Nein, das warst du. Und dafür werde ich dir zumindest und auch sicher die Götter ewig dankbar sein. Nun, ihr seid wie mein Kamerad und Bruder und auch ich verdanke euch, dass ihr mein Seelenheil wieder aufgebaut habt nach dieser schrecklichen Erfahrung. Ich bin euch genauso zu Dank verpflichtet und ich habe eure Wunden gepflegt, aber über den Rhein geschwommen für euch bin ich nicht. Das könnte ich ja körperlich auch gar nicht. Das ist tatsächlich ein Wunder, dass ich es überhaupt geschafft habe. Oh ja, ein Wunder. Nichts anderes sag ich doch. Schön, dass du es verstanden hast. Während du das sagst, Felix, ein Wunder. Da merkst du irgendwie, wie dein Arm so ein bisschen anfängt zu jucken und du kratzt einfach immer wieder über die gleiche Stelle an deinem Oberarm. Siehst da wohl eine große, lange Narbe, die dir vorher nie aufgefallen ist. Ja, die werde ich wohl für mein restliches Leben, auch wenn es nicht so lang ist wie der anderen. Oder vielleicht genauso lang, je nachdem wie die nächsten Monde werden es zeigen. Die werde ich wohl mit mir tragen müssen. Ja, du hast ein kurzes Déjà-vu. Als hättest du diese Unterhaltung mit Zain schon irgendwann mal geführt. Schüttelst dann mit dem Kopf, dir ist so ein bisschen duselig. So viel Wein hast du gar nicht getrunken, vor allem weil er eben auch immer schlechter und schlechter wird. Vielleicht sind das auch das Essen, der Proviant war eigentlich auch noch von guter Qualität. Jetzt gerade, wenn du nach Gallien gekommen bist, dann wird man hier viel Käse essen. Du weißt auch, dass Lugdunum vor euch, am nächsten Tag werdet ihr es wohl erreichen, auch einen großen Käsehandel hat. Sehr exotisch, aber du hast auch nichts von den Pilzen genommen, die Titus genommen hat, die er gesammelt hat. Auch du kanntest dich mit diesen Pilzen nicht aus, hast aber auch trotzdem da nichts genommen. Einfach nur so ein Déjà-vu kratzt dir immer wieder über deinen juckenden Oberarm und die Narbe, die neu ist. Ja, die Ziege hat er schon prophezeit. Die Herausforderungen, die von uns liegen, sind vielleicht von anderer Natur, als wir gewohnt sind. Und Felix auf seinen alten Jahren weiß natürlich die Unsicherheit, sich möglich nichts anmerken zu lassen. Doch er ist besorgt. Die Sorge steigt um jeden Tag, den sie ihrem Ziel näher kommen. Ja, am nächsten Tag der Reise erreichte dann tatsächlich die Hauptstadt von der Provinz Gallia Lugduniensis, eben mit der Hauptstadt Lugdunum, die wohl einem keltischen Gott geweiht ist. Und gerade als ihr eintrefft, wird wohl auch so etwas wie ein Priester, ein Fest für Lugus abhalten. Ihr könnt also sehen, wie neben dieser einheimischen gallischen Bevölkerung ganz typisch mit diesen langen, zotteligen Bärten. Gut, die einen tragen Hosen, die anderen wohl noch Röcke.
Es ist so eine ganz wilde Mischung und auch dieser römische Kulturimport, der hier schon versucht hat zu greifen, hat das alles so ein bisschen verzerrt, möchtet ihr meinen. Es passt einfach nicht. Es wirkt merkwürdig. Und trotzdem feiern sie wohl gerade zu Ehren des Gottes Lugus auf diesem Hügel. Ihr könnt da wohl erkennen, wie die Straße geschmückt ist. Die Bevölkerung hat draußen noch wieder Tische aufgebaut, wo ja neben Wein noch Käse ausliegt. Ganz klassisch. Und ja, auch die römischen Statthalter könnt ihr wohl sehen, die da wohl gerade sehr viel Spaß haben, unglaublich betrunken sind, während ihr dann einreitet. Ob sich das jetzt für Legionäre ziemt, die dann hier eigentlich Wache halten sollen, aber es scheint wohl zu funktionieren. Die Stimmung ist ausgelassen. Und ja, wenn ihr dann absteigt, um ja hier zu rasten, um dann am nächsten Tage vorzufahren, könnt ihr noch sehen, wie einer der Legionäre auf euch zukommt. Legionäre? Ave! Salve, sei gegrüßt. Jupiter mit euch! Und Lugus! wollt ihr mitmachen? Nickt den anderen zu, nur ich kümmere mich um die Tiere. Ja, örtliche Feierlichkeiten. Ja, kümmere dich um die Tiere. Spielverderber. Wollt ihr? Komm mit. Wir haben hier neben der Taverne haben wir was aufgebaut. Das würde euch gefallen. Kommt mit. Wenn ihr Legionäre seid, dann werdet ihr sicherlich hier die Gallier versuchen uns immer wieder. Aber ihr müsst den Stolz der Legion verteidigen. Zu welcher Legion gehört ihr? Neunte. Felix reitet leicht an Junius daran. Es könnte den Männern vielleicht gut tun, einiges Abwechslung zu vertragen. Also einige Feierlichkeiten könnten vielleicht die Moral heben. Ja, hatte gehört, die Worte gehört und es gefragt wird, welche Legion macht Junus den Mund auf 9.10. Ja. Der betrunkene Legionär scheint das wohl gar nicht mehr zu gehört haben. Irgendjemand sagte 9., er hat schon genickt. 9.10., das nimmt er dann nicht mehr wahr. 9. oder 10., das passt schon, ist okay. Und ja, so führt er euch dann mit einem leichten schwankenden Gang, führt er euch dann hinter die Taverne, wo ihr erkennen könnt. Da ist wohl eine Grube ausgehoben und darüber ein Holzbalken. Auf der linken Seite stehen wohl eine ganze Menge Gallier zusammen, auf der rechten Seite andere betrunkene Römer. Und es sind da wohl so Holzstäbe mit umwickelter Wolle links und rechts aufgebahrt, die man sich dann wegnehmen könnte. Und ihr könnt wohl auch gerade erkennen, wie über so eine Leiter gerade ein römischer Legionär versucht, total schlammverkrustet wieder nach oben zu steigen, nachdem er da wohl gerade runter diese Grube geworfen worden ist. Selber wohl ziemlich betrunken, lacht noch, während er immer wieder die Leiter runterfällt in den Schlamm. Vielleicht sind es auch Fäkalien, aber die Stimmung ist ausgelassen. Es ist auf alle Fälle unglaublich entwürdigend für eine Legion, dass man sich hier von den Galliern so, tja, in den eigenen Spielen, ja, das ist einfach entwürdigend. Wollt ihr mitmachen? Ihr müsst einfach balancieren und in der Mitte wird dann gekämpft. Und wenn ihr runterfallt, habt ihr verloren. Und ja, vielleicht ist ja Mars mit euch. Naja, also für unsere Legion sollten wir also so einen gallischen Landsmann, den schaffe ich. Das sehe ich auch so. Ihr solltet für unsere Legion wohl einen guten Eindruck machen. Titus wird direkt erstmal ein großer Tonkrug mit Wein in die Hand gedrückt, beziehungsweise vor deinen Brustkorb gedrückt. Trink! Auf Logos! Also das Ganze hier ist wohl nichts für meine Statur, aber ich flicke euch gerne wieder zusammen, falls ihr euch verletzen solltet. Und ich versuche mal irgendwie an meinen Kameraden was näher ranzukommen und den vielleicht mal ins Ohr zu flüstern. Wir geben uns als von der 9. aus. Ja, Titus würde das hören und dann laut rufen, für die 9. Und dann unter seinem Atem flüstern, 10. Ja,
Ja, das Flüstern soll im Vergangen sein. Ja, um dich herum kannst du auf alle Fälle sehen, einige Legionäre klopfen dir aufmunternd auf deine Schultern, stoßen dich schon so ein bisschen in Richtung der Grube, beziehungsweise dieses Holzbalkens. Und auf der anderen Seite kannst du dann erkennen, wie sich da schon so ein Gallier bereit macht, krempelt dann seine Ärmel nach oben, spuckt sich in die Hände und greift dann nach diesem Holzbalken mit der Wolle drum geschlungen. Sind wir schon in Nordgallien? Ihr seid direkt in der Mitte. Du kannst es dir angucken, Moment. Lugdunum ist direkt in der Mitte. Das ist die Hauptstadt von Gallien und in der Mitte von zwischen Tarraco und Opidium Ubiorum. Ist mir als Südgallier eine Beleidigung bekannt, die besonders die Nordgallier betrifft? Also weiß ich zum Beispiel eine Unterstellung, die sind alle besonders weich, die halten überhaupt kein Wetter aus, wie auch immer. Also es gibt natürlich eine ganze Menge Beleidigungen, aber die solltest du im Beisein deiner anderen römischen Zeitgenossen nicht benutzen, weil die zielt vor allem oft darauf ab, dass man ja so weibisch ist wie die Römer, ne? So in die Richtung geht das. Okay, ja, dann möchte ich unter meinem eigenen Atem fluchen und auch auf diesen Balken steigen. Ja. Ausgezeichnet. Ja, dann kannst du im Prinzip direkt schon einmal kämpfen. Und zwar, das ist ein einfacher Fighting-Test gegen den Gallier, der ja, selber mit seiner Hiebwaffe zuschlägt. Und ja, du würfelst einmal, ich würfel einmal. Schaden wird nicht ausgewürfelt. Ist das Fighting-Faust oder Fighting-Schwert? Das wäre dann Schwert. Du leitest auf Schwert ab, ich leite auf Hiebwaffen ab. Mhm. Ja, keine Bonuswürfel oder so etwas. Und er patzt 98. Legion! Dein Schlag ist gut. Vielleicht ist er auch betrunken. Du hast aber das Gefühl, dass er schon bevor du ihn berührt hast, hat er wohl schon das Gleichgewicht verloren, torkelt so ein bisschen in deine Richtung und rutscht dann ab. Dein Schlag, klar, geht gut gegen seinen Kopf, aber er wäre vorher schon gefallen und kopfüber tunkt er in den Schlamm ein. Ja, die Stimmung ist ausgelassen. Sogar die Gallier auf der anderen Seite jubeln. Ob sie jetzt mit dir jubeln oder ihren Kameraden auslachen, der da gerade in den Schlamm gespritzt ist. Der andere ist zumindest schon die Leiter nach oben gestiegen, der Legionär. Wenn du dann wieder von dem Balken runtersteigst, wo sich dann ja, vielleicht in den nächsten 2 Minuten der nächste Gallier bereit macht, um gegen dich zu kämpfen, um die Ehre zu verteidigen für Lugus. Dir wird auf ein weiterer Weinschlauch in die Hand gedrückt, ein Weinkrug und ne, also die Stimmung ist ausgelassen. Alle toben, alle preisen, entweder Jupiter oder Lugos und die Stimmung ist gut, ihr seid angekommen. Davut würde sich in der Zwischenzeit in der Tat erstmal um die Tiere kümmern, dass die ordentlich versorgt sind, die Pferde. Ja, Wasser und Heu haben. Ja. Während du an die Stelle herantrittst, kannst du wohl erkennen, wie auch das eine oder andere römische Pferd von anderer Bauart, also nicht so wie diese typischen gallischen Pferde, sondern das sind dann halt römische, italische Pferde, ne? Ganz anders. Viel schlanker und nicht so breit. Das sind Arbeitstiere, die Gallier hier haben für ihre Äcker. Und das, was ihr habt, ist halt ganz andere Qualität. Aber die fällt wohl auf. Brandzeichen haben die nicht. Aber die wurden wohl rasiert. Da sind wohl irgendwelche merkwürdigen Muster ins Fell reinrasiert. Harmonisch würdest du fast meinen. So schlangenförmig, Dreiecke oder so etwas, die du erkennen kannst. Ganz merkwürdig. Was habe ich vermutlich aber noch nie gesehen vorher. Nee, nicht so oft. Also, du warst zwar schon in Gallien stationiert, aber das ist dir neu. Ein Zeichen jetzt hier, wer? Der kennt das bestimmt. Probier mir die trotzdem mal einzuprägen. Vielleicht sind das ja irgendwelche Schriftzeichen oder so. Mhm. Ja, wie gesagt, seltsame Muster. Ob das jetzt... ob das eine Schrift ist? Vermutlich nicht. Aber du siehst das wohl, wenn du dich dann weiter um die anderen Pferde der Gallier auch kümmerst, kannst du sehen, dass da wohl Eichenlaub eingeflochten ist in die Mähne oder einige Kräuter, die da wohl reingerieben worden sind.